Maul! Dok, dok, dok! Thank you.
Freunde von der Bulldog-Bube. Hier haben wir einen Spender, der bei uns diese Theke zur Verfügung gestellt hat. Das ist der Herr Rau, Werner Bruno, gell? Werner Bruno. Er kann vielleicht auch was dazu sagen, wie das zustande gekommen ist. Tja, erstmal möchte ich herzlichen Dank sagen, dass er mich heute eingeladen hat. Aber ihr habt auch meinen Bruder eingeladen, denn die Theke ist vom Dieter und vom Werner Rau, Werner Bruno Rau. Und ich freue mich, dass das hier heute so ein toller Tag ist. Tja, und was hat mich bewegt, mein Bruder und mich, die Theke zu spendieren? Einfach die Traktorbube, das ist ein ganz toller Verein. Das sieht man heute wieder an dem Zuspruch. Und hier gibt es Traktoren, die sind schon älter als ich und ich bin schon 70. Also, und ich finde es also ganz toll und ich bin vom Beruf Braumeister, ursprünglich einmal, zwar jetzt in Rente. Und naja, und da hat man natürlich auch viel mit Bier und mit Theke und allem dem zu tun. Also, ich glaube, wir haben den Traktorboom eine ganz große Freude gemacht mit der Theke. Und wie ihr seht, das schön gezapfte Bier, das schmeckt mir auch. Also eins darf ich trinken, das Motorrad steht daheim und transportiert werde ich auch. Also insofern genieße ich die Gastfreundschaft von euch. Vielen Dank und ich genieße dieses Bier und ich freue mich, dass diese Theke heute so guten Zuspruch findet. Vielen, vielen Dank für alles. Ja, Dankeschön, Herr Rau. Wunderbar, die Worte. Und wir sind natürlich auch sehr erfreut, dass wir so eine Theke jetzt haben und mit der Theke in so einem Fest halt auch ausschenken können und das hervorragend, wie das funktioniert. Und ja. Fassbier ist halt Fassbier und viel besser als Flasche Bier. Vielen Dank. Jawohl, so muss es sein. A la prima, Dankeschön. Gell? Alles gut, schöner Tag. Wie gefällt es euch hier? Sehr gut. Wie ist es organisiert? Auch sehr gut. Wie gefällt es Ihnen? Ja, ich komme schon ein paar Jahre, aber werde immer besser. Jederzeit weiter zu empfehlen. Jawohl, auf jeden Fall. Okay.
Ja, es ist mir eine ganz besondere Freude, heute unseren Brauer vorzustellen. Unser Brauer, der Alexander, dem wir heute dieses gute Bier zu verdanken haben. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich bin Braumeister und kann sehr gut beurteilen, wie gut das Bier ist. Natürlich beurteilen in erster Linie tun natürlich unsere Konsumenten, unsere Biertrinker. Aber vom Fach darf ich sagen, nach über 120 Jahren Braukultur in Philippsburg, die leider Gottes 1980 ihr Ende gefunden hat, haben wir jetzt wieder einen neuen Brauer, der seine Sache wirklich gut macht. Und das Schöne ist an diesem Brauer, dass er verschiedene Biersorten macht und immer wieder was ausprobiert. Er hat sein Metier in Dömenz gelernt und er hat es nicht nur gelernt, er hat es auch verstanden. Jetzt darf ich für das Interview das Mikro an unseren Alexander weiterreichen und ihm weiterhin alles Gute wünschen. Er ist auch Mitglied hier im Verein und er wird uns noch mit vielen leckeren Biersorten in Zukunft versorgen. Bitte übernehme und sag was Gescheites. Okay. Dankeschön, Werner. Erstmal würde ich sagen, vielen Dank für einen schönen Abend oder für einen schönen Tag und noch weiter zum Wohle, Prost. Also wir trinken aber auf die Bulldog-Buwe, ein dreifach kräftiges Bull, Dog, Bull, Dog, Bull, Dog, Dog, Dog. Jawohl. Ja. Wir haben ja endlich echt schönes Wetter heute gekriegt. Friedbert, bist du auch zufrieden damit? Ja, so wie man es gewollt habe. So wie man es gewollt habe. So wie man es verdient habe. So, ganz genau. Genau. Und es schmeckt das Bier erst. Und es freut mich, dass ich immer ein schönes Bier wieder bringen darf. Ja, das Schlimme ist, dass er, der die Kamera hält, nun nichts hat. Die Kamera halten muss. Genau. Das tut uns ja sehr leid, aber das wird nachher nachgeholt. Also aktuell haben wir zwei Standardsorte. Das ist Philippsburger Urtyp, das ist ein naturtrübes Pilz, also ein untergäriges. Und wir machen unser Philippsburger Weze, weil man bei uns in Philippsburg Weze sagt und nicht Weize. Und das ist also ein klassisches Weizenbier mit einer Hefe, die ich selber seit 12 Jahren züchte. Also mein eigener Hefestamm. Und diesmal, deswegen trinke ich es auch von meinem Leben, gell? Weil es ist halt klar, da hängt mein Herzblut drin. Und da mache ich noch andauernd wieder eigene Kreationen wie ein dunkler Doppelbock aus dem Bourbonfass, den ich noch extra mit Bourbonholzfass gelegt habe. Oder ich arbeite sehr gern mit Malz und mit Holzfässern. Weniger mit Hopfen, wie es heute in der Craftbeer-Szene so üblich ist. Also, aber auch ab und zu mal. Ich schaue immer so alle 2 Monate so eine Sonderserie mit 200, 300 Liter mache. Was findet statt? Also wir vom Verein der Bulldog-Buben, wir sind ja das ganze Jahr unterwegs. Wir machen immer unsere Ausfahrten. Jetzt das große Fest haben wir, wie gesagt, immer im Vatertag. Da machen wir das Vatertag-Treffen. Dann haben wir unsere Ausfahrten. Dann haben wir unsere Events, wie zum Beispiel die Sommerfahrt, die Winterfahrt. Dann sind wir bei verschiedenen Veranstaltungen wie Oldtimer-Clubs und so weiter, wo wir auch mit unseren Fahrzeugen hinkommen. Was gibt es noch so? Moment, ich gebe mal noch weiter. Also wir haben noch ein Event und das ist eines der größten Events. Und zwar im September fahren wir auf die Oldtimer Traktor Weltmeisterschaft nach Österreich. Das heißt, wir werden auf den Großglockner fahren, 2768 Meter hoch. Schnee, Eis, Nebel, haben wir alle schon erlebt. Vor 3 Jahren waren wir schon mal dort. Wir waren unter 500 Teilnehmer. Nummer 63 und Nummer 52. Und als Zusatzpreis hat unser Vorstand, der mit dem Unimog als Begleitfahrzeug an sich dabei war, wurde Weltmeister in seiner Klasse. Also Weltmeister im Unimog auf dem Großglockner. Und das Schöne ist, mit den großen Reifen kann es ruhig schneien. Ja, da kommt man immer gut durch. Kein Problem. Also wir werden da teilnehmen und das ist schon ein großes Event für uns. Und dann haben wir natürlich noch gegen Winter Nazus, dann haben wir noch unser Adventsfenster, wo wir auch, aber bei uns in der Oldtimer Halle, bei unserer Fahrzeughalle praktisch vorzeige. Und da ist die ganze Bevölkerung auch wieder recht herzlich eingeladen. Ja, das ist der Kühweg in Rheinsheim, aber wenn man sagt Bulldog-Buwe-Halle, dann weiß die ganze Gemeinde oder die umliegende Gemeinde, wissen da schon Bescheid, wo das dann ist. Ja, also das nächste Event, also das große Event wiederum nächstes Jahr Vatertagstreffen, auch wieder hier auf dem Platz. Und wir freuen uns natürlich über rege Teilnahme, egal wer da kommt. Und wie gesagt, am Vatertag, das ist auch wieder in Rheinsheim und das Gelände ist gegenüber vom Sportplatz in der Germersheimer Straße. Also normalerweise nicht zu verfehlen, weil wir ja auch
verschiedene Schilder aufstellen, wo dieser Weg dann beschrieben ist, wo man dann hinkommt. Tja, ich heiße Werner Bruno Rau und wohne in Philippsburg. Alexander Fritz aus Philippsburg. Johannes Jäger aus Rheinsheim, zweiter Vorstand der Bulldog-Bube. Ja, Kohut Friedbert, erster Vorstand von der Bulldog-Bube. Ich bin jetzt zwar in Rheinsheim, bin aber ein Philippsburger und ich fühle mich aber trotzdem wohl in Rheinsheim. Du schaust noch aus dem Fenster raus. Ja, ich schaue immer aus dem Fenster raus. Die Diskussion verstehe ich bis heute noch nicht mit dem Schauen und Gucken. Ja, 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 ja. Bull, der Bull, ein Treiber, kräftig ist Bull, Dog, Bull, Dog, Bull, Dog, Dog, Dog. Sie sind jetzt extra von Eberbach hierher gefahren? Ja, natürlich. Von Eberbach am Neckar bin ich hierher gefahren. Bin gestern Abend um 17 Uhr losgefahren und um 21 Uhr habe ich Feierabend gemacht. Bei Bad Schönborn habe ich übernachtet und heute Morgen bin ich hierher gereist. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 22 Stundenkilometer. Respekt. Wie lange haben Sie insgesamt gebraucht, Fahrzeit? Zweimal, ich glaube das erste Mal 4 Stunden und das zweite Mal 3,5 Stunden. Hat sich rentiert, ich habe Sie jetzt aufgenommen dafür. Ja, natürlich, vielen Dank. Und wie ist Ihr Name? Mein Name ist Klaus Reibel und ich bin vom OSCK, Oldtimer Schlepper Club Kurpfalz. Und die Traktorvereine, die tun sich immer gegenseitig besuchen. Heute bin ich hier. Und im April waren sie bei uns auf der Agri Historica in Sinsheim. Und vor 2 Jahren war ich mit diesem Deutz mit 9,5 Stunden Reisezeit an einem Tag in Oberkirch im Schwarzwald. Danke. Bitte schön.
erstmal würde ich sagen, vielen Dank für einen schönen Abend oder für einen schönen Tag und noch weiter zum Wohle. Prost. Also wir trinken aber auf die Bulldog-Buwein. Dreifach kräftiges Bull, Dog, Bull, Dog, Bull, Dog, Dog, Dog. Dog.